Moin Leute, heute ein kleiner Tipp. Mir ist aufgefallen, dass viele da draußen das gar nicht wissen. Und zwar mit Phase 5 haben wir zwei Z-Bonis bekommen. Einmal das drakonische Set. Das ist das T2-Set mit dem T2-Z-Boni und das Core Forged. Das ist das T2-Set mit dem T1-Z-Boni. Und Phase 5 ist ja sehr vielfältig geworden und ihr könnt mehrere Specs spielen. Der Rogue zum Beispiel hat drei gute DPS-Builds, die ihr spielen könnt. Und dafür braucht ihr aber halt die Z-Bonis. Zum Beispiel das, was ich jetzt hier habe, es ist drakonische. Das ist halt gut, wenn ihr Backstep spielen wollt, ja. Aber wenn ihr zum Beispiel Mutilate spielen wollt, dann braucht ihr wieder die anderen Z-Bonis, also das vom T1er, das Z-Bonus. Das ist das hier, erhöht den kritischen Trefferschaden eurer Gifte um 100%, also den Schadensbonus besser gesagt. Und ja, so müsst ihr halt immer switchen. Zum Beispiel, wenn jetzt Mutilate auf einmal die neue Meta wird und die geht voll ab, ja, Backstep wird genervt, was auch immer. Dann habt ihr hier das Z-Bonus, was euch nicht viel bringt, ja. Das heißt, ihr müsst im Endeffekt WL gehen und euch die Teile nochmal holen, aber nur mit dem Core Forged Set Bonus. Aber das müsst ihr gar nicht. Ihr könnt einfach hier nach MC gehen zu dem Händler. Wenn ihr die Teile hier schon zum Beispiel habt, nehmen wir mal jetzt hier die Schultern, die habt ihr schon und ihr braucht aber die Core Forged Schultern, dann geht ihr einfach in MC zu dem Händler und sucht euch die aus, die ihr benötigt. Also hier diese Blutfang-Stiftung mit dem Core Forged Z-Bonus und dafür braucht ihr einmal die drakonische Variante und einfach auf Kaufen gehen und schon habt ihr die andere Variante, also vom T1-Z-Bonus. Das heißt, ihr müsst die gar nicht nochmal farmen. Ihr geht einfach hier rein nach MC und tauscht die um und könnt direkt dann umspecken. Genau, das ist so ein kleiner Tipp an euch, weil ich habe gehört, viele wussten das von euch nicht. Ja, ich wusste das bis vor kurzem auch tatsächlich nicht, aber es ist möglich. Genau, eine Sache müsst ihr beachten, die schon wichtig ist, wenn ihr wieder das drakonische Set Boni haben wollt, dann könnt ihr das nicht wieder zurücktauschen. Das geht nicht. Also ihr könnt nur in das Core Forged einmal umswitchen und dann aber nicht mehr zurück, weil wie ihr hier seht zum Beispiel, wenn ihr euch denkt, ja okay, ich brauche wieder das andere, nee, da braucht ihr dann schon wieder den Token dazu. Danke fürs Zuschauen, Leute. Bis zum nächsten Video. Wenn ihr Tipps habt, ab in die Kommentare wie immer. Ansonsten ein wunderschönes Wochenende für euch alle.